Schönen guten Tag. Einrichtungsbezogene Impfpflicht, dieses Video, warum? Es tut sich was. Es gibt jetzt die ersten Entscheidungen von zwei Oberverwaltungsgerichten im Eilverfahren zum Thema Beschäftigungsverbot, ja oder nein. Und wir sehen in der Praxis, dass immer mehr Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden. Bleibt also dran. Wir werden euch die Urteile darstellen und mitteilen, wie man jetzt vorgeht. Lohnt es sich zu klagen? Lohnt es sich nicht zu klagen? Wir wollen auch darauf hinweisen, ob ihr Arbeitslosengeld bekommt, wenn ein Beschäftigungsverbot gegen euch ausgesprochen wurde. Mein Name ist Rechtsanwalt Thorsten Frühmark und ich bin zugleich Fachanwalt für Arbeitsrecht hier aus Rinteln. Ja, wir sehen im Moment und auch Kollegen, dass immer mehr Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden. Die werden dann versehen mit einer sofortigen Vollziehung. Das heißt, auch wenn ihr Klage einreicht, gilt das sofort und ihr dürft nicht mehr die Einrichtung betreten oder einer Beschäftigung nachgehen. Das wird dann sogar wieder mit dem Bußgeld bestraft. Und deswegen führt das zunächst auch die Klageeinreichung und nicht zur Aufschiebung dieser Maßnahme. Wir werden da gleich näher darauf eingehen. Obwohl im Prinzip die Meinung der Politik jetzt dahin geht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht zu verlängern. Wir haben da oben, soll ich euch, blende ich euch ein, auch ein Video dazu gemacht. Kommen immer mehr Beschäftigungsverbote jetzt raus. Nachdem eine Zeit lang nur Bußgeldbescheide gekommen sind, kommen jetzt die Beschäftigungsverbote. Ja, dazu gibt es jetzt zwei ganz frische Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat jetzt eine erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen gehalten im sogenannten Eilverfahren. Was ist da passiert? Ist die sofortige Vollziehung des Beschäftigungsverbots angeordnet worden? Und im Eilverfahren hat die Klägerin sich dagegen gewehrt. Ja, das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat diesen Eilantrag dann in zweiter Instanz der Klägerin abgelehnt. Das handelte sich um eine Sekretärin eines Chefarztes in einer Klinik mit relativ wenig Patientenkontakt. Zur Begründung stützt sich das OVG Münster in erster Linie auf das Bundesverfassungsgericht und meint, es hätte sich an der damaligen Rechts- und Sachlage nichts geändert. Das Bundesverfassungsgericht habe damals schon die Omikron-Variante im Auge gehabt und es bestünde eine höhere Gefahr der Ansteckung bei nicht geimpften Patienten im Gegensatz zu geimpften Patienten. Außerdem meint man noch, dass durch den neuen Impfstoff, den es gäbe, dieser Schutz von Geimpften, auch was die Ansteckungsgefahr anbetrifft, noch einmal besser geworden sei. Und bei der Eilabwägung meint das Gericht dann letztlich, es sei besser, jemandem ein Beschäftigungsverbot auszusprechen, als vulnerable Gruppen zu gefährden. Natürlich gibt es auch andere medizinische Auffassungen, die sagen, gerade bei der Omikron-Variante sind Ungeimpfte nicht mehr ansteckend als Geimpfte. Weiter meint man, dass es auch egal sei, ob verschiedene Gesundheitsämter verschieden argumentieren, sprich Gleichheitsgrundsatz. Nur wenn ein Gesundheitsamt verschiedene Mitarbeiter unterschiedlich behandelt handele, dann könne man sich auf diesen Gleichheitsgrundsatz berufen. Unterm Strich also die Aussage, Bundesverfassungsgericht habe die jetzige wissenschaftliche Erkenntnislage schon berücksichtigt und es sei davon auszugehen, dass geimpfte Personen nicht so viel anstecken wie ungeimpfte Personen. Ja, was bedeutet das jetzt für diese Chefsekretärin? Die hat also jetzt ein Beschäftigungsverbot, was zunächst erstmal wirksam ist, weil die Hauptsacheentscheidung wahrscheinlich erst, ich schätze mal, nächstes Jahr entschieden ist, wenn dann bekannt ist, ob das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausläuft. Wir kommen dann gleich nochmal zu der Frage, ob Arbeitslosengeld dann bezogen werden kann. Das nicht Witzige an dieser Geschichte ist, die Sekretärin in Nordrhein-Westfalen hat jetzt ihr Beschäftigungsverbot hängen. In Niedersachsen hätte sie das als Sekretärin nicht bekommen, weil es da die klare Ansage gibt, dass Personen, die keinen häufigen Kontakt mit Patienten haben, gar nicht vom Arbeitgeber, dem Gesundheitsamt, gemeldet werden. Also mal wieder ein Witz, dass man also in NRW als Sekretärin ein Beschäftigungsverbot bekommt. Natürlich auch immer einzelfallabhängig, in Niedersachsen aber nicht. Ja, das Gleiche wurde jetzt bestätigt vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz. Am 2.9.
hat das auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz gesagt, im Eilverfahren, nur im Eilverfahren, der Schutz der Patienten gehe vor dem Recht auf Beschäftigung, weil, so sagen die auch, eine niedrige Wahrscheinlichkeit bei geimpften Personen besteht. Ja, ganz witzig oder eigentlich gar nicht witzig ist dann noch teilweise die Begründung, dass man zwar ein Beschäftigungsverbot hat, dass man die Einrichtung aber betreten könne, wenn man beispielsweise einen Verwandten in der gleichen Einrichtung besucht. Für mich nicht ganz nachvollziehbar die Begründung, warum ich dann als Besucher da rein darf und andere anstecken kann, aber wenn ich arbeite, obwohl ich dann gleich ansteckend bin, nicht. Gut, ist so begründet worden. Was bedeutet dies jetzt für Personen, die jetzt ein Beschäftigungsverbot gegen sich haben? Die können Klage einreichen beim Verwaltungsgericht in der Hauptsache Aufhebung des Beschäftigungsverbots und im Eilverfahren muss halt die sofortige Vollziehung angegriffen werden. Tendenz im Moment, reine Vermutung, aber sieht danach aus, dass die Oberverwaltungsgerichte die sofortige Vollziehung aufrechterhalten. Was bedeutet, dass ich dann erstmal bis zur Hauptsacheentscheidung, Klammer auf, wann die kommt, Klammer zu, wissen wir noch nicht beschäftigt werden kann. Und man muss sich tatsächlich dann die Frage stellen, weil das Ganze auch Geld kostet, ob man dann lieber nicht klagt, das Beschäftigungsverbot schluckt und abwartet, was bis Ende des Jahres passiert, weil eine Kündigungsgefahr von Arbeitgeberseite dürfte hier ausgeschlossen sein, denn Freistellung ohne Bezüge ist hier das mildere Mittel. Es kommt dann auch darauf an, ob man eine Rechtsschutzversicherung hat oder nicht. Jedenfalls sollte man die Kosten in den Augen, im Auge haben, wenn sich tatsächlich herauskristallisiert, dass im Eilverfahren die Oberverwaltungsgericht auch in anderen Bundesländern so agieren. Wir werden das in Kürze weiter mitteilen, weil wir auch Fälle jetzt in Niedersachsen haben, wo Klage eingereicht wird. Ja, zu der Frage, die wichtig ist, wie sieht das denn aus, wenn ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde, bekomme ich dann Arbeitslosengeld? Wichtig, ihr müsst dann, so wie das Beschäftigungsverbot da ist und ihr eure Einrichtung nicht mehr betreten könnt, Arbeitslosengeld beantragen. Nicht, dass ihr ja die Fristen versäumt. Wir gehen davon aus, dass es keine Sperrzeit gibt, weil ein wichtiger Grund vorliegt, dass die Arbeit nicht mehr aufgenommen werden kann. Das hat das Bundesgesundheitsministerium am 22. März so mitgeteilt. Das heißt zwar dürfte, man sagt aber da im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht dürfte diese Abwägung regelmäßig dahingehend ausfallen, dass keine Sperrzeit eintritt, so dass Bundesgesundheitsministerium und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat auch mitgeteilt, dass wohl ein wichtiger Grund vorliege, um keiner Sperrzeit zu unterliegen. Das heißt, da unter diesem Gesichtspunkt ist bei der Ablehnung einer Schutzimpfung nach Ansicht der Bundesregierung auf Grundlage des geltenden Rechts und bis zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht ein wichtiger Grund gegeben, da die allgemeine Impfpflicht gar nicht gekommen ist, dürfte man wohl davon ausgehen, dass es keine Sperre bei der Bundesagentur gibt, falls da doch Sperrzeitbescheide kommen müssen, die halt angegriffen werden. Ja, ihr seht, es tut sich einiges, die Rechtsprechung kommt so langsam voran. Ja, und obwohl wir alle davon ausgehen, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ausläuft, kommt man jetzt also mit diesen Verboten um die Ecke. Ja, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da und wenn ihr weiter informiert werden wolltet, dann drückt bitte den Abo-Button. Alles Gute für euch.